Archäologie ist ohne Ausgraben undenkbar. Aber die Ausgrabung ist immer auch eine Zerstörung eines Bodendenkmals. Deswegen steht für uns der Erhalt einer archäologischen Fundstelle oder eines Bodendenkmals an allererster Stelle. Wir graben nur dann aus, wenn eine Fundstelle tatsächlich akut bedroht ist und zerstört wird. Die meisten Spuren unserer Geschichte befinden sich im Boden. Aufgabe der Bodendenkmalpflege ist der Schutz und die Erhaltung dieses kulturellen Erbes. Ist eine Fundstelle bedroht, haben die Archäologen mit Hilfe von Notgrabungen eine letzte Chance, Funde zu retten. Notgrabungen gehören deshalb zu den häufigsten und wichtigsten Ausgrabungstätigkeiten. Archäologen bei der Arbeit in den Ruinen der Holsterburg nahe Warburg. Es ist keine Notgrabung infolge von Bauvorhaben, sondern eine reine Forschungsgrabung. Die Forschungsgrabung bedeutet, dass wir hier ungestört, also ohne Baulärm und ohne Bauzeitdruck, in mehreren Jahreskampagnen das Bodendenkmal erforschen. Und zwar mit Hilfe der Zusammenarbeit anderer Universitäten oder Nachbarwissenschaften wie Geologie, Bodenkunde. Physikalische Messmethoden werden eingesetzt, um dieser Siedlungsstruktur hier auf den Grund zu gehen. Verantwortlich für die Grabung bei Warburg ist die LWL Archäologie. Sie ist zuständig für die archäologische und paläontologische Denkmalpflege in Westfalen-Lippe. In der Zentrale in Münster sind alle bisher bekannten Bodendenkmäler Westfalens erfasst. Rund 30.000 Fundstellen sind bekannt. Mithilfe moderner Software ist es den Archäologen möglich, sich Fundstellen auf unterschiedlichen Kartengrundlagen, wie Luftbildern oder historischen Karten, anzeigen zu lassen. Sind beispielsweise Bauvorhaben geplant, genügen wenige Mausklicks am Computer und die Archäologen wissen, ob ein Bodendenkmal bedroht sein könnte. Bei Zweifeln ist es den Forschern zudem möglich, mithilfe der magnetischen Prospektion ohne Ausgrabungen größere Flächen auf ihr denkmalpflegerisches Potenzial zu untersuchen. Unterstützt werden die Archäologen bei ihrer Arbeit von ehrenamtlichen Helfern. Bei ihren Begehungen stoßen diese immer wieder auf Spuren der Vergangenheit. So auch 2007 bei Olfen. Ein römischer Münzfund auf einem Acker rief die Archäologen des LWL auf den Plan. Eine neuere Disziplin der Archäologie, die sogenannte Luftprospektion, brachte 2011 schließlich Klarheit. Die Luftaufnahmen zeigten Verfärbungen im Boden, möglicherweise Reste eines Militärlagers. Eine punktuelle Grabung der Archäologen beseitigte letzte Zweifel. Auch die zeitliche Einordnung stellte kein Problem dar. Die Münzen und die Keramik sind ganz typisch für Funde, die hier aus den römischen Lippelagern stammen. Und diese Bronzemünzen zum Beispiel können sehr genau in das 2. Jahrzehnt vor Christus datiert werden. Die Entdeckung des Lagers bei Olfen war eine kleine Sensation, denn jahrzehntelang hatten Archäologen danach gesucht. Für einen Archäologen hier ist es schon ein sehr seltenes Ereignis, aber vor allen Dingen deswegen auch ein sehr freudiges Ereignis, wenn mal wieder ein neues Römerlager entdeckt wird und vor allen Dingen dann, wenn alles so seinen richtigen Gang nimmt. Erfolgsgeschichten wie diese sind Thema der jährlichen Tagung der Archäologie in Westfalen-Lippe. Das Vortragsspektrum reicht dabei über Millionen von Jahren. Von der Urzeit bis hin in die Neuzeit informieren die Mitarbeiter der LWL-Archäologie die Öffentlichkeit über die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Tagung dient auch zum Austausch mit Fachkollegen über die neuesten Entwicklungen in der Archäologie und der Präsentation neuer Fachliteratur. Die Arbeit der Bodendenkmalpflege steht im Dienst der Allgemeinheit. Ihre Funde und Forschungen sind unser kulturelles Erbe. In zahlreichen Museen können Besucher die Ergebnisse dieser wichtigen Arbeit in Dauer- und Sonderausstellungen bewundern oder selbst für die Dauer ihres Besuches Bodendenkmalpfleger werden.